Leute, was geht ab? Ich bin der Zero von Elite Effect und diesmal mit Top 5 Perks in Black Ops 3. Ja, nachdem Top 5 Waffenaufsätze ziemlich gut bei euch ankamen und ich auch gefragt habe am Ende des Videos, ob ihr nochmal ein Top 5 Video sehen wollt, bezüglich zum Beispiel Perks oder Punkteserien, meinten einige, ja, mach mal Top 5 Perks, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dachte ich mir so, ja, dann mache ich das einfach mal. Und deswegen hier Top 5 Perks für euch und das Ganze natürlich wieder sortiert, also von 5 bis zu 1 zu dem wichtigsten Perk. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Los geht's. Bevor ich mit dem fünften Perk anfange, muss ich hier natürlich nochmal wie bei Top 5 Waffen aufsetzen, ganz klar sagen, dass das hier aus meiner Meinung heraus ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit diesen Perks oder dass diese Perks die wichtigsten sind im Spiel. Und das ist meine Meinung, weil ich das natürlich immer mit meinem Spielstil die Erfahrung gemacht habe und sie immer zu meinem Spielstil unheimlich wichtig waren. Wahrscheinlich sagt der ein oder andere so, ja Digga, jetzt komm, hör mal auf, dich hier zu rechtfertigen und so, jetzt fang einfach an. Ja, ich will das nur nochmal einmal ganz klar sagen für alle Leute, die wahrscheinlich jetzt sagen so, ja, warum hat er das jetzt nicht mit reingenommen und warum ist das jetzt drin und das andere nicht? Ja, das liegt einfach daran, dass das auf mein Spielstil hier abgestimmt ist und das Ganze natürlich auch subjektiv ist. Nur, ich finde halt auch, das möchte ich noch dazu sagen, allgemein gesehen sind diese Perks unheimlich stark im Gegensatz zu anderen. Und ja, daraus ergibt sich sozusagen diese Top 5. Und ja, bevor ich euch hier ein Ohr abquatsche, würde ich einfach mal sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Los geht's. Auf Platz 5 ist der Strahldämpfer. Er sorgt dafür, dass die Schubdüsen gedämpft werden, sprich, dass man, wenn man die Schubdüsen benutzt, nicht auf der Minimap angezeigt wird und er ist seit Beginn verfügbar. Und für mich ist es einfach unheimlich wichtig, den Strahldämpfer drin zu haben, denn ich springe ziemlich oft auf Wände oder irgendwo hin und dann würde ich jedes Mal auf der Minimap angezeigt werden und das wäre ein unheimlicher Nachteil. Meistens springe ich auch einfach so völlig sinnlos. Ich weiß nicht, vielleicht macht das jemand von euch auch, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Also manchmal springe ich einfach so ohne Sinn einfach, weil ich gerade Lust dazu habe. Und dann jedes Mal auf der Minimap deswegen angezeigt zu werden, ist jetzt nicht so super optimal, ne? Also wäre jetzt nicht so krass, da jedes Mal dann gesehen zu werden. Und deswegen Strahlendämpfer bei mir eigentlich fast immer drin. Aber ich muss noch dazu sagen, Totenstille ist für mich auch ein sehr wichtiges Perk. Also sehr gleichzusetzen mit Strahldämpfer. Es sorgt dafür, dass man geräuschlos laufen kann. Also dass die Schrittgeräusche von einem weggehen. Also die Gegner einen nicht mehr hören sozusagen. Also zumindest vom Laufen her nicht. Ist aber erst ab Level 48 verfügbar. Ist für mich meines Erachtens nach auch ein unheimlich wichtiges Perk. Aber da ich halt ja, so krass am Rumspringen bin, dass es für mich eigentlich sinnvoller ist, Strahldämpfer zu benutzen anstatt Totenstille. Wobei Totenstille, wenn man sich zusammenreißen kann und mal die Füße am Boden halten kann, dann doch eigentlich das bessere Perk wäre. Auf Platz 4 ist meiner Meinung nach die kugelsichere Weste. Man denkt jetzt erstmal so, ja, man nimmt weniger Schaden, wenn man angeschossen wird, mega nice. Aber der Schaden bezieht sich nur auf feindliche Sprengsätze und Flammen, also dass man dadurch dann weniger Schaden nimmt. Und das Ganze ist ab Level 20 verfügbar. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, gibt es dann doch schon einige Sprengsätze in Black Ops 3, die einem dann doch viel Schaden ziehen oder dass man dann daraufhin sehr schnell drauf geht. Und dann ist es schon von unheimlichem Vorteil, wenn man die Weste am Start hat und dadurch dann auch länger überleben kann. Auf Platz 3 ist meiner Meinung nach der Geist. Man wird unsichtbar, wenn eine feindliche Drohne oben ist und das Ganze ist ab Level 38 verfügbar. Und es ist schon sehr oft so, dass feindliche Drohnen oben sind, einfach schon dadurch, dass die Drohne eine der niedrigsten Punkteserien ist, aber auch eine sehr beliebte Punkteserie ist und dem gegnerischen Team unheimlich viel bringt. Und wenn du dann aber unsichtbar bist, wenn bei jedem Spiel kommt mindestens 2-3 Mal eine Drohne hoch, dann hat das schon einen enormen Vorteil, weil du dann in dieser Zeit nicht so gebasht werden kannst, wie wenn du keinen Geist drin hast. Auf Platz 2 ist der Plünderer. Man hebt Magazine automatisch vom Boden auf und das Ganze ist ab Level 44 erreichbar. Und ich glaube, jeder kennt es, dass man das Magazin einfach leer ist und man denkt sich so, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Einfach mit der Secondary spielen geht jetzt gerade schlecht und ja, eine Waffe aufheben ist auch nicht immer der optimalste Weg. Ja, und wenn man dann Plünderer am Start hat, ist das einfach eine Erleichterung, denn man kann theoretisch so viel verballern, wie man will. Und deswegen Plünderer unheimlich wichtig, wenn man auch mal längere Streaks aufbauen will und vor allem auf seine Waffe sehr gut abgestimmt ist und nicht einfach mal eben so switchen kann. Deswegen Plünderer für mich auf Platz 2. Auf Platz 1 ist meiner Meinung nach der sechste Sinn. Feinde werden auf der Minikarte mit Blickwinkel angezeigt und verfügbar ist er zu Beginn. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich finde es einfach so mega nice, wenn man dann dadurch auf einen Gegner aufmerksam wird und das halt auch durch Wände geht.
Und dadurch wurde mir schon echt so oft der Arsch gerettet oder ich habe so oft auch Gegner geholt, die mir gar nicht aufgefallen sind oder wo ich einfach nicht wusste, dass dort ein Gegner ist. Und deswegen der sechste Sinn auf Platz 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das jetzt genauso seht mit den Perks, ob ihr jetzt sagt so, ja, das sehe ich genauso, oder ob ihr sagt so, ja, das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht so, ich finde ganz andere Perks viel wichtiger. Ja, dann haut das in die Kommentare, denn nur so kann man wissen, ja, wie ihr auch so drauf seid, weil das interessiert einen natürlich auch. Und jetzt ganz wichtig, Leute, wie bei Top 5 Waffen aufsetzen, ich euch gefragt habe, ob ich das mit den Perks machen soll und deswegen habe ich das auch mit den Perks gemacht, weil viele sich das gewünscht haben. Haut in die Kommentare, ob ihr Top 5 ja, Punkteserien sehen wollt, weil das Ganze könnte man ja auch nochmal mit Punkteserie machen, wäre vielleicht auch mal ganz interessant und wenn ihr sowas sehen wollt, haut es in die Kommentare, ihr seid die Community, ihr könnt sowas bestimmen und wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt, dann, ja, könnte das Ganze mal eine Überlegung wert sein, also beziehungsweise ist es dann sehr realistisch, dass ich es dann auch mache, wenn sich das viele wünschen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Amazon oder MMOGR machen, die beiden Links sind ganz oben in der Videobeschreibung. Denkt doch einfach dran, bevor ihr irgendwas im Internet kauft, macht es doch über diese beiden Links. Ihr habt keinen Kostennachteil dadurch, aber ihr unterstützt uns und Unterstützung können wir echt gut gebrauchen. Also denkt doch vielleicht einfach das nächste Mal dran, bevor ihr irgendwas im Internet kauft. Ansonsten, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao! I think I learned that on my last flow. I think I learned that with the last hoe. Forgot a name, that's the past though. When the teacher never had a lesson that I cared for. The preacher never had a God I was scared of. The people never had a place where they could share love. Look at the way I do it because I care, huh? So what you in the mood for, people? Least I could do is get food for the people.